Moin moin meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Forest. Wir haben in der letzten Folge haben wir das Ding fertig gebaut, also das ja, den Brückenabschnitt haben wir jetzt auch nach langem Hin und Her natürlich dann eine weitere Brücke gezogen. Der Ösi hat es ja versucht, aber hat es natürlich nicht geschafft, weil der kann ja keine, der kann keine Brücken, der kann nur Tunnel. Du hast es auch noch 10 Versuchen geschafft. Ja, aber ich hab's geschafft. Ich hab einen gemacht. Ja. Du hast ja recht, ich geb dir recht. Bist du dann zufrieden? Das erste Mal. Ich bin so glücklich. Na endlich, bist du mal glücklich. Ständige Geweine konnte man sich ja nicht mehr antun. Hallo Häschen, komm her. So. Oh, drei Lecks. Oh, du warst fleißig, habe ich gesehen. In der Zeit, wo ich wieder am Klüngeln war. 42 brauchen wir dafür. Das ist natürlich schon mal eine Ecke mehr. Aber auch nicht so viel. Das kriegen wir fast in dieser fertig, würde ich sagen, wa? Könnte man schaffen, ja. Aber ich helfe dir gleich auch ein bisschen beim Holzhacken. Muss ja nicht alles alleine machen. Wäre ja unzumutbar. So. Ich könnte natürlich auch noch ein paar Kräuter sammeln gehen, so ein bisschen über die Karte mal rennen. Das wäre auch eine Idee. So, guck mal, Hälfte ist schon fertig. Die armen Tiere, ey. Bock auf Lizard? Hier liegt noch einer. Nee, danke. Oh, hier liegen sogar noch zwei. Ich esse lieber Blaubeeren. Ey, wo sind Blaubeeren? Hast du irgendwo Büsche gefunden? Ja, hier. Also gut. Bei mir zumindest. Gute Büsche? Ich sollte vor allen Dingen gerade mal wirklich was trinken. Das ist gerade mal... Jetzt sag ich ja Blaubeeren. Nicht wohl Barbeeren, Blaubeeren. Ja, ich erkenne das hier gerade aber so schlecht, was das für welche sind. Also bei mir sind es halt Blaubeeren. Ich erkenne es jetzt gerade nicht, ich beiß mal einfach rein. Sind gute Beeren. Also, Sack raus. Brauchst du noch einen Sack? Nee, nee. Hast du selber einen Sack? Genau. Wow. Schön flauschig und fluffig. Da passt auch viel rein, ne? Ja. Hoffentlich kein Blaubeerensaft. Noch sind alle heil. Wobei, man kann doch auch verschiedene Beeren da reinschmeißen, oder? Ja. Die werden im Inventar doch auch angezeigt. Ja. Also ist ja im Prinzip kackegal, ob ich jetzt einfach alles einsammle. Oder vorher darauf achte, ob das die richtigen sind. So, gibt es hier noch mehr Bärensträucher? Scheinbar nicht. Oh, Eingeborenendorf. Ich gehe mal zu den Eingeborenen ein bisschen spielen. Oh. Nackter Mann. Du wolltest doch spielen gehen, oder? Ja. Aber man kann doch nicht damit rechnen, dass da wirklich welche sind. Ach du Scheiße. Ich komm mal zurück, ne? Bleib bloß weg. Nee. Also die sind deine Freunde. Ich hab die gefragt. Ich hab die gefragt. Die haben gesagt, die wollen mit Patrick schmusen. Mhm. Die haben sich total in dich verliebt. Bin ganz fanat in dich. Die haben mich zum Fressen gern. Kennst du diesen alten Trick noch nicht? Klar. Siehst du diese Gewitterwolken über uns? Diese blau-pinken? Genau. Diese blau-pinken Gewitterwolken. Heieieiei. Sehe ich, ja. Gefährlichsten. Aber hallo. Und regnen tut er da raus, hör mal, das ist unglaublich. Hätte man sich ja vielleicht schon mal ein bisschen Mühe geben können. Übrigens, Wetten werden noch angenommen. Was patchen sie denn jetzt eigentlich beim nächsten Mal kaputt? Vielleicht den Horst. Oh, vielleicht den Horst, ja, natürlich. Prinzessin Horst. Ach ja. Warum ist das eigentlich schon wieder so duster hier? Keine Ahnung. Achso, wegen den Gewitterwolken da oben, ne? Und wegen dem Waldbrand.
Was für ein Waldbrand? Ja, da hinten. Waldbrand? Hinter dir. Hinter dir. Ach so, ja, richtig. Weil wenn es brennt, wird es grundsätzlich dunkler, das ist ganz normal. Oh, du hast einen Freund gefunden. Was? Hinter dir am Stein. Ich habe gerade leider die Schulter voller Zeug. Oh oh. Nee, nicht schon wieder. Nein. Was denn? So ein kleiner Schlagback bei mir. Okay. Boah, jetzt wird's aber gerade fies dunkel hier. Das finde ich jetzt aber gerade gar nicht gut. Na komm. So, schnell nach oben hier. Ich habe keine Ahnung mehr, wo der ist. Dass hier zum Glück so unglaublich hell ist alles. Ich komme mal zu dir gestiefelt, ne? Bei dir ist bestimmt sicher. Noch, ja. Hallo. Ja, grüß Sie. Ich habe da übrigens einen mitgebracht, der müsste jetzt gleich hier auftauchen. Irgendwo. Was ist denn jetzt gebaut? Hä, bin ich blind oder blöd? Ach, ein Standing Fire. Ich bin blind und blöd. Ja, trinken geht definitiv nicht mehr. Die Dinger sind kaputt, ne? Scheinbar. Bei mir geht's. Wie bei dir geht's? Könnte trinken. Ich nicht. Ja, es wird angezeigt, aber passiert da nichts. Bei mir schon. Willst du ein bisschen Bambi? Ja, warum nicht? Bambi ist weg. Ja. Hab's weggezaubert. Ja, aber kannst du nicht gedrückt halten? Oder hast du nur E gedrückt? Nee, ich kann nur... Nee, ich kann weder drücken noch gedrückt halten, da passiert gar nichts. Wenn du dich hier hinstellst? Man könnte auch daran liegen, dass ich komplett nicht mehr durstig bin gerade, aber... Nur eventuell. Ja. Ich könnte auch trinken. Wenn ich nicht so stick bin. Ach, eine wundervolle Nacht, hör mal. Ich habe gerade irgendwie Bock, mich nackt auf einem Bärenfell zu wälzen vom Lagerfeuer. Bist du dabei? Da rennt er weg. Wie habe ich das jetzt zu deuten? La la la. Hier ist übrigens ein Tümpel, ne? Ja. Da hinten ist übrigens ein nackter Mann. Mit dem kannst du doch kuscheln. Nee, hör mal du. Ich glaube, der hat noch ganz andere Sachen im Kopf. Ich glaube, das möchte ich lieber nicht. Es wird gerade ein bisschen heller, wir können weitermachen, theoretisch, ne? Theoretisch, ja. Es fehlen nur noch 9 Stück. Und dann müssen wir noch eine weitere Plattform bauen und dann noch 2 Brücken, dann haben wir es endlich geschafft. Sind ja auch. Dann wird alles gelöscht. Genau, dann kommt das Update und es wird alles gelöscht. Aber macht ja nichts, dann kann man ja von vorne anfangen. Nee. Wo ist denn der vierte Holzstamm hin? Ich sehe schon wieder gar nichts. Ist er das da? Nee. Hm, ist weg. Gab nur 3 Stück. So. Pat, pat. Und dann noch die Nummer. Zip. Ist das deine Taschenlampe? Ja. Okay. Hoffe ich zumindest. Ja, ich hoffe, dass jetzt... Ja, das müsstest du sein. Also, wie viele Blümchen hier rumlaufen. Stehen. Immer diese laufenden Blumen. Immer schlimm ist das. Hörst du nicht, was du nimmst, aber ja... Lass ihn mal so stehen. Siehst du nicht den Chicory, wie schnell der wegläuft?
Hey, Shikuri, nicht so schnell. Alright. Ach ja. Jetzt weiß er auch, warum die Blumenkinder hießen. Das passt irgendwie zusammen. So, zwei Bäumchen noch, also zwei Stämmchen noch, dann haben wir's. Dann müssen wir noch mal ganz kurz eben in direkter Linie noch eine Plattform bauen, weil die ist definitiv zu weit auseinander hier. Und vor allem müssen wir eine hohe bauen hier. Ich glaube, ungefähr hier Hast du wieder eine müsste. Rutsche? Ich glaube, ungefähr so die Höhe müsste gehen, oder? Ja, das müsste klappen. Auch da kommen wir auch. Oh, guck mal, wer da ist. Ein ganzes Rudel von denen. Ist die Flair wieder aufgeladen? Weiß nicht. Weiß aber schon, Eine ist dass noch dann. immer leer. Okay. Sie hauen aber auch ab. Brav. Okay, mit allen Sachen, die einen aufgeladenen Schlag haben, kann ich nicht mehr nehmen. Es fehlt übrigens noch ein Baumstamm. Liegt irgendwo noch einer? Ich habe ihn. Ja, gib mal direkt her. Wo ist er? Ah, da. Hier wieder. Einmal über deine Glatze gerutscht. Wieso komme ich da jetzt nicht rüber? Hallo? Ich habe keine Glatze! Nein, das ist Minimalhaarwuchs. Der ist jetzt Mode. Irgendwo sind die Stoppeln? In meiner Hose? Das war zu viel, boah. Willst du mal einen echten Hasen sehen? Nee. Nee! Ach, schön. Du hast angefangen. Du wolltest mich hier Nee. wieder auf meine minimale Haarpracht reduzieren. Du bist immer so oberflächlich. Ich habe nur gesagt, der Baumstamm ist über deine Glatze gerutscht. Ich kann übrigens auch trinken. Man muss eh gedrückt halten, ne? Sonst klappt das nicht so gut. Ach nee. Da bist du ganz alleine drauf gekommen. Ja, hat mir keiner bei geholfen. Wow. Mal, kannst du das Ding jetzt mal da dran pappen? Vielleicht, danke. Hallo Reh, Ja, erschreck. wo sollen wir die Loks jetzt hin eigentlich? Soll ich sie runter oder einfach nur hinwerfen? Ist eigentlich relativ egal. Wirfst du einfach mal hin. Ach so, das ist der Schatten. Ah, verstehe. Habe ich auch verstanden. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber. Also hier ist echt gut, wenn du ein bisschen Rüstung brauchst. Also hier hat's ja Lizards bis zum Umfallen, du. Wer quietscht? Bist du das? Ist das ein Brunftschrei? Nein. Okay. Meine Ausdauer ist gerade ein bisschen für ein Poppes. Ich gucke mal, ob ich hier gerade mal kurz eine Lampe draufstellen kann. Wo war das denn? Das war unter dekorative Objekte, war das, glaube ich. Wo ist denn das dekorative Objekte? Ist das das? Food and Water, Small Traps, Custom Building, ja, was wahrscheinlich Custom Building. Ja, da, Furniture. Boah, schön hell ist es jetzt hier. Wie viel Holz liegt da schon? Lohnt sich das da hinzugehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich setze mich erstmal auf die Bank und speichere vor dem gerade mal das Spiel, bevor es gleich irgendwie abschmiert. Und vor allen Dingen sind wir schon wieder am Ende angekommen. Deswegen sage ich einfach mal bis morgen. Wir sehen uns. Wenn es gefallen hat, drück ich nach oben und bis denn. Tschüss.